Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Stadtwerke-Studie 2024, wie immer im Auftrag gegeben vom BDEW, Branchenverband, und erstellt durch EY, ehemals Ernst & Young, das große Consulting-Haus. Wir haben am 4. Juni hier die Presseinformation, in der schon mal vorgestellt wird, dass es jetzt diese Studie gibt. Und hier ist dann auch der Link nochmal zu einer weiteren Landingpage von der Studie selbst. Da gibt es auch diverse Hintergrundartikel und Zusammenfassungen, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Und wer daran interessiert ist, es gibt hier am 10. Juli noch ein Webinar in dem ganzen Kontext. Schaut euch das gerne an. Hier ist dann auch der Link. Ne? Hier können Sie die Stadtwerke-Studie downloaden. Da ist ein direkter Link auf das PDF. Wer über Suchmaschinen und ähnliches oder über Newsletter eher bei EY landet, der hat ja auch eine entsprechende Landingpage. Wenn man da den Download machen will, wird dann auch darum gebeten, die eigene Information zu hinterlassen. Kann man natürlich auch machen, gerade wenn man daran interessiert ist, von EY noch Dienstleistungen zum Beispiel entgegenzunehmen. Hier ist auch noch das Archiv der vorigen Studien entsprechend mit verlinkt. Aber wie gesagt, wenn man hier drauf geht beim BDEW, dann ist man auch direkt beim PDF als solche. 90 Seiten lang, da gleich die Vorwarnung, das letzte Drittel sind Experteninterviews, die dort sehr ausführlich dargestellt sind. Das heißt, die ersten 60 Seiten sind so inhaltliche Wiedergabe der Studieninhalte. Wenn ihr dann hier zum Inhaltsverzeichnis geht, oder ihr seht ja grundsätzlich auch schon gerade eben bei den Landingpages, auch hier Wärmeplanung ist hier ganz klar im Fokus, das ist auch durchaus zu Recht so, weil wir jetzt natürlich kaum ein noch drängenderes Thema haben als, die kommunale Wärmeplanung, auch im ganzen Kontext von Energiewende, Klimaschutz, Gebäudeenergiegesetz, ne, Heizungstechnologietausch und viele Informationen in dem Kontext, was für Heizungstechnologien kann ich eigentlich vor Ort erwarten, ergeben sich ja auch erst aus der verbindlichen Veröffentlichung der kommunalen Wärmeplanung, wo wir ja auch dann verschiedene Fristen haben, bis wann die eben je nach Stadtgröße, Kommunengröße in den nächsten Jahren veröffentlicht werden müssen. Wir werden hier ein paar Informationen auch noch rauslesen können, wie das denn aktuell so läuft und wie zufrieden die ersten Lesenden von Wärmeplanungen so sind mit den Inhalten, die da drin stehen. Ihr seht dann hier im Inhaltsverzeichnis, ne, es geht noch ein bisschen um Allgemeines, ne, Preisbremse, Wärmewende, allgemeiner Geschäftsklimaindex, was sind so Themen, ne, auch die Krisenjahre, die so bestenfalls hinter uns liegen. Handlungsfelder, die jetzt aktuell wichtig sind, ne, Bewerbersuche, Cybersicherheit, Kooperation, dann die Kooperation mit der Kommune und Synergiepotenziale darüber hinaus noch. Wichtige Themen, keine Frage. Flickenteppich von Einzelregelungen. Na, hier geht es um Gesetzesplanung, aber auch hier ist der Kontext Wärmeplanung ganz, ganz stark voranstehend. Insbesondere auch, weil das in der Vergangenheit ja durchaus auch hier und da ein Thema war. Na, manche Bundesländer haben zum Beispiel landeseigene Regelungen zur Wärmeplanung veröffentlicht. Und jetzt haben wir eben die bundesweite Geschichte. Statusübersicht in den Kommunen, bringt die Wärmeplanung Kommunen und Stadtwerke näher zusammen. Rolle der Stadtwerke im Planungsprozess selbst. Ne? Die Stadtwerke als Infrastrukturbetreiber wissen natürlich, was haben sie im Wärmekontext vor Ort und was wird noch geplant, was wird noch gebaut. Anpassung der Wärmestrategie, Finanzierung der Wärmewende und Fazit. Ihr seht, es ist im Kern sehr, sehr, sehr viel Wärmeplanung. Aber natürlich sind auch ein paar andere Themen hier klar mit dabei. Wir scrollen mal so ein bisschen durch. Den Text selbst lest ihr natürlich selbst. Und ich empfehle es euch wirklich auch, sich das selbst anzuschauen. Aber wir finden hier dann durchaus so ein paar interessante Inhalte. Erstmal interessant, die Studie basiert ja sehr stark auf Fragebögen und Telefoninterviews, die jetzt zum Jahreswechsel stattgefunden haben. Das ist für so ein paar Angaben nachher ganz wichtig, dass ihr wisst, das ist sehr, sehr aktuell, von Dezember 23, Januar 24. Und die Zusammensetzung ist auch hier ganz interessant, weil etwa 80% der Teilnehmer im der Kommunengröße unter 100.000 Einwohnern liegt. Das heißt, da sind wir noch nicht in der sogenannten Großstadt. 80% waren also kleinere Stadtwerke und die restlichen 20% dann die ganz großen.
Energieversorger, also EVU-Konzerne. So, dann geht es natürlich, wie gesagt, erstmal so ein bisschen allgemein herum, wo sind wir gerade so thematisch gewesen. Es geht noch ein bisschen um die Preisbremsen. Das war das dominante Thema für die Stadtwerke im vergangenen Jahr, gar keine Frage. Das kriege ich auch bei euch mit, bei euren Kommentaren und Rückfragen, dass ich das ab und zu noch mal ein bisschen erklären soll, jetzt gerade so im Weiteren. Aber auch hier ist zum Beispiel sehr, sehr interessant, Entwicklung der Anteile von Erneuerbaren, weil Klimaschutz als solches ist auch immer noch ein riesiges Thema. Und das seht ihr hier unten nochmal in der Unterteilung Strom, Wärme, Verkehr, dass wir den erneuerbaren Anteil im Strombereich jetzt im letzten Jahr wieder wunderbar stabil über 50% gebracht haben. Wir im Wärmesektor aber immer noch bei unter 20% liegen und im Verkehrssektor natürlich sogar noch bei unter 8%. Und da muss natürlich noch was passieren. Hier ist dann auch gerne immer mal verlinkt, wo ihr euch diese Daten nochmal weiter anschauen könnt. Also auch hier diese Quellen regelmäßig nochmal anschauen. Wir scrollen mal ein bisschen weiter. Es wird über diverses gesprochen. Geschäftsklimaindex, da finde ich es euch auch sehr interessant. Ne? Welchen geschäftlichen Erfolg habt ihr jetzt im vergangenen Jahr gesehen und was erwartet ihr jetzt praktisch im laufenden und Folgejahr? Im geschäftlichen Folgejahr, was dann erst rückblickend ja betrachtet wird. Also links haben wir 22, 23, rechts haben wir 23, 24. Und der Geschäftserfolg von 22, 23 wird als ziemlich gut angesehen, muss man hier so sagen. Ne? Sehr gut und dann so gut und so mittel. Ne? Da sehen wir mit Abstand also fast alle Teilnehmer. Und für 23, 24 ist bei sehr gut deutlich weniger Anteil zu sehen, selbst in der Note 2 praktisch 5% weniger. Und dann so dieses mittelmäßige, befriedigende, durchschnittliche Ergebnis, da sind im Moment die meisten. Ob das später dann auch in der Rückbetrachtung so aussieht, ist nochmal eine andere Frage. Auf jeden Fall ist die Stimmung dann anscheinend im Moment nicht besonders gut. Wir haben auch noch ein paar Krisen, mit denen man sich so beschäftigen musste. Wichtige Themenfragestellung 2023. Ne? Ganz vorne Umsetzung der Gas- und Strompreisbremse und dann halt noch so Beschaffung. Beschaffung natürlich auch wegen den Preisschwankungen, die wir vorher gesehen hatten, wegen den Krisen, die wir da gesehen haben. Und ansonsten natürlich so ein paar Klimaschutzthemen, keine Frage. Hier steht nirgendwo so konkret nochmal Digitalisierung als Thema. Das finde ich hier sehr interessant, dass es nicht so stark aufgekommen ist oder mit vorgegeben wurde. Weiter unten sehen wir aber gleich ein bisschen mehr zum Thema Digitalisierung, nämlich bei den Handlungsfeldern für die nächsten 2 bis 3 Jahre. Und da fängt es mich schon an, Top-Thema. Also das ist so chronologisch, grün bedeutet jetzt immer aktuell, blau bedeutet im Vorjahr. Grün 87%, Gewinnung von qualifizierten Mitarbeitern und Personalentwicklung. Das ist das klassische Thema in der Energiewirtschaft. Es gibt halt praktisch null arbeitslose Energiewirtschaftler und Energiewirtschaftlerinnen. Ne? Das ist ja klar, weil jeder würde sofort irgendwo einen Job finden, weil es gibt ja keine qualifizierten Freien, ne, die jetzt irgendwo auf ein Jobangebot warten würden. Jeder ist irgendwo verortet und kann sofort einen anderen Job kriegen, wenn er das will. Weil natürlich auch Energiewirtschaft nicht, der Energiewirtschaftler ist ja nicht so dieser klassische Ausbildungsberuf. Wenn ich eine Ausbildung beim Stadtwerk mache, bin ich dann halt Bürokauffrau, Bürokaufmann zum Beispiel oder eben im Technikerbereich. Dann habe ich auch noch lange nicht so die energiewirtschaftlichen, bürokratischen Marktregel-Hintergründe und sowas mitbekommen. Ne? Und dann lerne ich die im Zweifel in meinem Job ja auch nur in genau meinem Bereich. Und so dieser breite Kenntnisstand und auch noch aktuelle Entwicklungen zu kennen, das ist natürlich ein riesiges Problem für jeden, der in dieser Branche arbeitet. Für mich gut als Wissensdienstleister. Ich habe ja regelmäßig Anfragen von Stadtwerken, ey, wir hätten hier gern mal einen Zugang für unseren neuen Mitarbeiter in deinen großen Einsteigerkurs. Ne? Da kann er sich die Themen halt anschauen. Platz 2, Digitalisierung, insbesondere aber hier Cybersicherheit. Etwas weiter unten, Digitalisierung im Allgemeinen. Ne? Also das ist nicht ganz nur auf Cybersicherheit bezogen, aber da sehen viele Stadtwerke, viele Energieversorger natürlich ein hohes Risiko, auch wegen den diversen Skandalen oder Hackerangriffen, die es da in der Vergangenheit gab. Platz 3, ganz klar, Planung der Wärmewende, die kommunale Wärmeplanung. Dann Ausbau Erneuerbare, immer noch ein riesiges Thema.
Ihr seht aber hier zum Beispiel vom Feuer aus, von 89% auf 80%, hat also deutlich weniger Relevanz jetzt noch im großen Kern und Fokus. Prozessoptimierung immer noch auf Platz 5, ganz klar, weil es dauerhaft ein riesiges Problem ist, dass sicher die Prozessvorgaben ändern und man nie so richtig hinterhergekommen ist, einmal so Tabula Rasa zu machen und einmal wirklich alles unter der Kontrolle zu haben, die man sich eigentlich selbst auch so wünschen würde. Dann weiterhin wende jetzt aber die Umsetzung, ne? Vorne Planung, jetzt Umsetzung, Kooperation, Dekarbonisierung, also immer noch Energiewende-Thema, Absatzmarketing, Kundenbetreuung, CRM-System, immerhin fast noch 2/3 sagen, das ist ein Thema. Smart Metering nur 57%, kann ich gar nicht verstehen, weil auch Smart Grid und Netzintegration ist ein Riesenthema, gerade jetzt natürlich die steuerbaren Verbraucher und sowas, also ich weiß ja nicht. Und so weiter, ne? Die restlichen Themen. Sehr interessant für mich, Glasfaser. Wenn es hier links steht, heißt das, dass es absolut kein Thema ist, ne, sozusagen. Ne, also die ist für mich kein Thema. Häkchen sind da praktisch gesetzt worden. Und Glasfaser ist für fast die Hälfte gar kein Thema mehr. Und ihr seht auch hier, vorher, es war für die Hälfte noch ein Thema, jetzt nur noch für 20%. Sehr zurückgegangen, kein Trendthema anscheinend mehr. Die Smart City aber auch erst recht, und das war im Vorjahr schon auch sehr schlecht positioniert. Wenn wir uns mal ein paar Jahre zurückerinnern, wie da jeder über Smart City Projekte und auch über Fördertöpfe geredet hat, ich ja auch, weil das halt das Thema schlechthin mal war, ist jetzt ja nicht mehr so viel irgendwie draus passiert. Also man weiß es nicht. Bewerbersuche im Fokus. 87% der Teilnehmenden sagen, dass Personalgewinnung in den kommenden Jahren stark an Bedeutung gewinnt. Klar, woher die Leute nehmen. Man muss im Zweifel immer Quereinsteiger oder überhaupt Berufseinsteiger ausbilden. Cybersicherheit ein riesiges Thema. Es gibt immer noch die bösen Hackerattacken. Im Regelfall muss man jetzt aber auch mal ganz offen sagen, ich komme ja ursprünglich aus der IT. Ich habe mit 13 angefangen zu programmieren, an Computern rumzuschrauben. Ich bin im Chaos Computer Club. Man ist gewissermaßen selbst schuld. Ja, ich mache mal vielleicht ein eigenes Video dazu, was Cybersicherheit so angeht, und kann euch dann mal diverse Quellen dann dazu zeigen, die sehr, sehr schön aufgreifen, dass es zwar schön und gut ist, so Standardlösungen zu nehmen mit Windows und Outlook und Active Directory für die Netzwerkverwaltung und Benutzerverwaltung, aber wenn man das halt nicht so richtig kontrolliert, ne? Die Netzwerkbewegung, dann die IT-Infrastruktur als solche und das, was die User dann damit machen können, dann ist das ein offenes Einfallstor, weil es ist halt die Standardlösung der gesamten Welt und deswegen gibt es natürlich die meisten Angriffe genau auf diese Standardlösung. Und dann muss man halt wirklich gut sein und ständig hinterher sein, um so ein System auch sauber und sicher halten zu können. Soll nicht heißen, jeder soll jetzt auf Linux wechseln, aber es ist halt nicht damit getan, einmal eine Standardlösung sich zu kaufen und zu installieren. Man muss sie dann auch warten. Aber anderes Thema. Hauptsache immer, sagen die bösen Hackers sind es halt. Naja, es wird denen halt leicht gemacht. Kooperation und Allianzen weiter ein riesiges Thema. Mit wem kann ich gut meine Probleme lösen? Da merke ich gerade auch sehr viel. Ich mache ja schon einige Jahre mit der WAGO die Energiewerkstatt und da setzen wir immer verschiedene regionale Netzbetreiber im Niederspannungsnetz und reden über Themen. Das war immer sowas wie Redispatch oder Smart Meter Rollout und jetzt aktuell natürlich § 14a steuerbare Verbraucher und da haben wir einen Workshop gemacht vor kurzem in Hessen. Und da kam dann eben auch raus, also allein, dass da die 5 verschiedenen Stadtwerke-Netze zusammen saßen und dann halt über diese Probleme mit uns geredet haben. Die anderen haben ja genau das gleiche Problem wie ich. Hey, wow, das wusste ich gar nicht in der Form. Das beruhigt mich ein bisschen, aber jetzt finden wir vielleicht auch gemeinsam eine Lösung mit den Dienstleistern, die wir so nutzen. Oder halt, ach so, ihr macht das anders. Ja, das ist ja super für mich. Ich kann davon vielleicht was lernen. Ne? Also dieses Miteinander, gerade in der Region mit Häusern, die einfach in ähnlichen Situationen sind, ist super hilfreich und sollte man auf jeden Fall machen. Kooperation mit der Kommune selbst ist jetzt natürlich nochmal ein umso größeres Thema. Das war ja immer im Smart City-Kontext schon so ein Ding. Ne? Wie kann man als Stadtwerk, Versorgungsunternehmen, Infrastrukturunternehmen mit der Stadtverwaltung, mit anderen öffentlichen Gebäuden und Betreibergesellschaften irgendwas gemeinsam machen? Hier ist es jetzt in der Wärmeplanung natürlich erst recht ein Thema, weil wir
schlussendlich als Kommune die Wärmeplanung veröffentlichen müssen, aber die Stadtwerke nun mal wissen, was dort so läuft und möglich ist. Deswegen strategische Themenstellung ist hier natürlich vor allem die Wärmeplanung. Natürlich auch Klimaschutz, ein bisschen Mobilitätswende. Smart City ist so weit zurückgegangen, das ist wirklich kurios, aber ist erstmal so. Und weitere Synergiepotenziale, ich scroll jetzt mal drüber hinweg, ihr solltet auch noch was selbst lesen können. Hauptpartner also für Synergie, Kommunen, dann Wohnungswirtschaft, dann Wärmeindustrie. Genau die Themen oder genau die Partner, über die ich ja schon geredet habe, im Kontext Wärmewende und Co. Zuwachs Wärmepumpen ist natürlich abzusehen, dass das ein riesiges Thema wird. Wir werden damit mehr Strom auch dezentral überall hin liefern müssen, weil der dann verbraucht wird. Dafür braucht man natürlich auch eine entsprechende Stromnetzplanung, die Teil der gesamten Wärmeplanung ist. Hier wird dann ein bisschen darüber geredet, dass die bis 2023 eben noch so ein bisschen Flickenteppich war, deswegen auch die Kapitelüberschrift und das jetzt eben erst so richtig vorangeht. Statusübersicht. Hier wird es dann auch sehr, sehr interessant. Wo befinden wir uns gerade im Kontext der Wärmeplanung? Wir machen gerade eine Koordinierungsphase, 2/3. Mehrfachnennung ist möglich, deswegen nicht wundern, dass es hier mehr als 100% sind. Bestandsanalyse, 48%. Also immerhin, 65 koordinieren sich gerade, ne, von 100. 48 sagen wir, prüfen gerade, was haben wir denn? Ein Drittel, 33% sagen, was können wir denn? 24% sagen, wo wollen wir hin? Die Strategie immerhin von fast 20% wird gerade ausformuliert. Und dann die Umsetzung selbst wird auch schon ausformuliert von 17%. Also es geht hier durchaus dann voran, aber die meisten stehen offensichtlich absolut am Anfang, muss man ja auch so sagen. Und das sehen wir dann ja auch hier im Weiteren noch. Hier wurde nur erwähnt, war das vorher schon ein Landesthema oder nicht? Hier, genau. Wie weit ist die Wärmeplanung in Ihrer Kommune? Noch nicht begonnen, 31%. In der Erstellung 59%, also immerhin abgeschlossen 9%. Super interessant und das sehen wir gleich im Ergebnis. Aber erstmal nicht begonnen, 31%, das glaube ich. So, abgeschlossen 9%. Was sagen die? Sehr zufrieden. Ein Drittel, also 3. Okay, zufrieden sagen nochmal 2. Nicht wirklich zufrieden sagen nochmal 3. Und überhaupt nicht zufrieden sagt nochmal 1. Das ist heftig. Dass 4 von 9%, ne, also hier fast die Hälfte von denen, die es schon haben, sagen, damit können wir nicht wirklich was anfangen. Also auch da die Erkenntnisse aus diesen kommunalen Wärmeplanungen rauszuholen, die man dann eigentlich wirklich bräuchte, ist nochmal so eine andere Sache. Und ich glaube, es kommt dann stark darauf an, welche Partner man auch wirklich nimmt, welche Dienstleister man wirklich nimmt, um das zu entwickeln. Gehen wir mal weiter voran. Wird man als Energieversorger mit in die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung einbezogen? Ja, 99%. Klar. Also das ist ja auch offensichtlich so und auch richtig. Das muss so sein. So, jetzt. Ich habe vorhin schon extra hier die anderen Browserfenster geschlossen, aber mein Rechner macht gerade irgendwas. Nicht wundern, wenn es mal hier kurz beim Scrollen ruckelt. Eigene Rolle in der Wärmeplanung. Welche Rolle haben Sie jetzt als Stadtwerk, als Energieversorger? Aktive Rolle bei der Erstellung durch einen Dritten, zum Beispiel Ingenieurbüro. Das sagen so die meisten. Aktive Rolle als Hauptersteller sagen nochmal relativ viele. Und dann nur Datenlieferant, vergleichsweise wenige. Es wird im Regelfall von anderen gemacht, von anderen externen Dienstleistern oder vom Stadtwerk selbst, was ich absolut verstehen kann, macht absolut Sinn. So, was sind die Erwartungen bei der Wärmeplanung? Zusammenarbeit mit der Kommune, die soll richtig gut laufen. Beteiligung. Tja, und da ist immer so eine Frage. Wenn man es mitmacht als Stadtwerk, als Versorger, als Infrastrukturunternehmen bei dieser kommunalen Wärmeplanung, dann muss man am Anfang natürlich Daten liefern und so ein bisschen erstellen, was haben wir gerade, wo wollen wir hin und was können wir noch in Zukunft liefern im Kontext von auch klimafreundlicher Wärmeversorgung. Aber Beteiligung
bedeutet für mich auch ein gutes Stück weit. Ich weiß ja dann, was die nächsten Jahre nun passieren wird. Und das ist für mich natürlich ein riesiges Geschäftsfeld als Infrastruktur- und Versorgungsunternehmen. Ja, von daher sollte man auch genau das natürlich sehen als EVU, als Stadtwerk. Bei der Umsetzung dabei zu sein, sieht man sich auch noch relativ stark, ist ja auch klar. Oftmals kann man, weil man vielleicht eh schon Wärmecontracting macht und solche Themen, hat man das vielleicht eh schon im Portfolio. Aber zumindest im Bereich der Finanzierung sieht man sich natürlich auch oftmals als Infrastrukturunternehmen, ist das klassischerweise so. Ja, Wärmestrategie, gehen wir mal ein bisschen weiter, das könnt ihr euch natürlich auch selbst durchlesen. Ich will ja auch hier gar nicht den gesamten Inhalt dieser Studie jetzt hier einfach nur euch zeigen, dass ihr es nicht mehr selbst angucken müsstet. Es lohnt sich wirklich auch mal reinzuschauen. Anteil klimafreundlicher Fernwärme 2023, das ist super interessant. Bis zu 10% sagen 25%. Also die meisten sagen, wir haben nicht so viel klimafreundlicher Fernwärmeanteil. Wenn wir nochmal bis 20% gehen, na, sind wir schon bei fast einem Drittel. 20-50% sagen nochmal ungefähr ein Viertel. Mehr als 50% immerhin 27%. Also dieses gute Viertel hier sagt, mehr als die Hälfte unserer Fernwärme ist klimafreundlich. Ob das dann so ist, also was man auch als klimafreundlich dann versteht, ist nochmal eine andere Frage, aber es geht ja hier zum Beispiel, wir sehen es ja rechts, ne, um Großwärmepumpen zum Beispiel, dann im weiteren, ne, Wasserstoff, also freundliches Gas, auch wenn man da betrachten muss, dass das Wasserstoffkernnetz ja nun mal kaum alle Kommunen, also sogar überhaupt nur sehr wenige Kommunen in Zukunft anbinden wird. Das ist eher für industrielle Versorgung gedacht. Das ist so eine Sache. Aber da sehen wir immer noch, ne, es muss viel gemacht werden. Es muss auch viel an der Wärmetechnologie geändert werden. Ist das Erreichen einer Quote von 50% erneuerbaren Wärme bis 2030 umsetzbar? Im Versorgungsgebiet selbst sagen vergleichsweise wenig ja. Und deutschlandweit sagt fast keiner mehr ja. Das ist sehr interessant. Ja. Die meisten sagen, wir schaffen das nicht. Muss aber. Finanzierung der Wärmewende, da kann man auch, ich scroll da jetzt drüber hinweg. Fazit. Hauptthema immer noch für viele ist Personalgewinnung und Weiterbildung. Ein riesiges Thema, auch aufgrund der letzten Jahre, ist Cybersicherheit. Habe ich ja auch schon ein bisschen was dazu gesagt. Und natürlich aktuell mega wichtig, Wärmeplanung, weil auch da die Pflichten entsprechend stehen. Man sollte dabei natürlich nicht den Rest vergessen. Dieses große Digitalisierungsthema Smart Meter Rollout hat gerade eine riesige Bedeutung und macht uns hier an vielen Stellen auch das Leben in Zukunft leichter. An anderen Bereichen, ne, wie Portfoliooptimierung, Bilanzkreisbewirtschaftung und auch natürlich Energiedatenmanagement und auch Kundenmanagement, weil man einfach mehr Daten hat, mit denen man dann besser arbeiten kann. Klimaschutz, erneuerbaren Ausbau ist da alles natürlich auch noch mit dabei. Ja, und dann kommen wir hier auch schon zum Ende. Es wird dann hier ab Seite 60 auf die Experteninterviews übergegangen. Da sind auch sehr interessante Partner mit dabei, ihr könnt sie hier sehen. Lest euch das gerne durch, es sind halt in Summe dann nochmal 30 Seiten. Das letzte Dritte sind jetzt nur noch diese Experteninterviews und dann am Ende die erstellenden, hier, ich glaube auf dieser Seite 89. Scrollt's noch? Halt. Wo bin ich jetzt? Ne, nochmal eins weiter hoch. Oh, mein Browser scheint gerade wirklich ganz schön ans Ende gekommen zu sein. So, das hier sind also die Ansprechpartner von EY, die das sich drum gekümmert haben, das zu erstellen, plus vom BDEW, die hier entsprechend aktiv dabei waren. Also auch hier bei Rückfragen im Zweifel gerne einfach den Kontakt aufnehmen. So, wir haben also gesehen, es gibt eine ganze Menge an relevanten Themen, die Stadtwerke herumtreiben. Eine große Überraschung ist natürlich nicht dabei. Also das Personalthema, wie immer, riesiges Ding natürlich. Darum habe ich mich auch selbstständig gemacht. Ne? Diese schnelle und lockere Weiterbildung ist ein riesiges Thema. Cybersicherheit sowieso ein Thema, aber ich habe vorhin auch schon mal erwähnt, müsste halt grundsätzlich wissen, was man da tut. Und dann sind wir halt bei sowas wie Wärmewende in einem Bereich und Wärmeplanung, der gerade natürlich sehr, sehr stark durch auch relativ frische Gesetze getrieben wird. Das Gebäudeenergiegesetz 24 plus dann eben das Wärmeplanungsgesetz WPG sagt ja sehr, sehr klar, muss jetzt losgehen.
Ja, und viele Kommunen müssen in sehr, sehr kurzer Zeit von null angefangen so eine kommunale Werbeplanung aufbauen, die dann quasi ja auch mehr oder weniger verbindliche Aussagen für den Häuslebauer oder für die Wohnungsbaugenossenschaft, für den Immobilienkonzern bieten, um ihnen zu wissen, was kann ich denn für Heizungstechnologien zum Beispiel in den Wohngebäuden hier in Zukunft noch anbieten. Wichtig. Darüber hinaus, diese ganzen Digitalisierungsthemen sind natürlich auch nicht vergessen. Also keine große Überraschung, die wichtigen Themen sind mit ausformuliert. Interessant finde ich, dass so ein paar Sachen natürlich sehr, sehr stark zurückgegangen sind, wie Smart Cities und Breitbandausbau und Co. Ist halt anscheinend im Moment nicht mehr so das Trendthema. Schlechthin. Okidoki. Habt ihr Fragen, Anmerkungen und Co. zu dieser Stadtwerke-Studie? Gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.